Sie sind laut, angsteinflößend und tauchen immer im Dezember und Januar auf. Die Perchten. Ihr Name leitet sich vermutlich von der Sagengestalt der Perchter ab. Andere gehen davon aus, dass sich der Begriff von Epiphanias, dem Dreikönigsfest am 6. Januar, ableitet. Es gibt zwei Gruppen, die guten Schönperchten und die bösen Schiechperchten. Mit dabei haben sie immer ihre Glocke. Damit sollen die bösen Geister des Winters ausgetrieben werden, wie hier bei der Rauhnacht in St. Engelmar im Bayerischen Wald. Wunderbare Atmosphäre, gefällt mir ganz gut da. Viele Leute, viel Spaß, wir haben viel getrunken. Und tschüss. Die ganzen Grauwuggerl und finde es total super hier. Echt. Die Grauwuggerl von St. Engelmar ziehen auch jedes Jahr durch die Wirtshäuser des Ortes. Die Leute, die reagieren auch ganz unterschiedlich. Also ich bin viele Jahre selber als Grauwuggerl mit dabei gewesen. Das sind immer wieder so ganz besondere Momente, sowohl für den Darsteller als auch für den Zuschauer. Weil man merkt irgendwann Respekt und Angst, die da ist. Und es ist eine ganz besondere Stimmung, ganz besondere Atmosphäre. Und auch wenn die Gestalten sehr furchteinflößend wirken, unter den Gewändern verbergen sich ganz brave Menschen. Das Schlechte vom Jahr auszutreiben, das ist halt bei uns noch fest Tradition. Das ist halt kein Perchtenlauf nicht, sondern das sind noch ein Wuckerl bei uns. Hier klangt es aber schon richtig zu. Ja, das hilft nicht. Die wilde Jagd geht um momentan in die Rauhnächte und da muss man schauen, dass man vertreiben kann. Hinter den finsteren und düsteren Gestalten steckt in Regensburg zum Beispiel der Verein Wuidentragen. Im Dezember und Januar haben die 20 Mitglieder jede Menge Auftritte. Mit viel Liebe zum Detail wird jeder Auftritt geplant und vorbereitet. Jeder im Team hat seine feste Rolle. Ich bin die Frau Percht. Die Frau Percht führt die wilde Jagd an mit den Hexen. Das ist das Finale, das große Finale am Schluss der Führung. Und holt dann die anderen Perchten zur Unterstützung dazu, um die Hexen dann auch zu verjagen. Der Besuch der Perchten gilt übrigens als glückliches Omen. Denn trotz schaurigen Aussehens sind sie Glücks- und Segensbringer. Sie sollen Haus und Hof im neuen Jahr vor Unglück bewahren und Fruchtbarkeit bringen. Außerdem sollen die Leute in dieser dunklen Jahreszeit aufgemuntert werden, da nun die schlimmste Zeit überstanden ist und die Tage wieder länger werden. Aber inwieweit das Perchtenlaufen wirklich auf heidnische Bräuche zurückgeht, ist umstritten. Sicher ist nur, dass dieses Brauchtum für jeden, der es einmal gesehen hat, zum unvergesslichen Erlebnis wird. Just take it slow. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.